Lucy Baumann ist wegen Körperverletzung angeklagt. Seit ihrer Kindheit stand die 28-Jährige im Schatten ihrer jüngeren Schwester Mandy, bis sie mit dem gut aussehenden Thomas ihr Glück gefunden zu haben schien. Sogar Hochzeitspläne wurden geschmiedet. Doch dann entschied sich Thomas von einem Tag auf den anderen für Mandy und Lucy hatte wieder einmal das Nachsehen. Mandy, du Miststück! Machtlos musste sie mit ansehen, wie Mandy und Thomas die Hochzeit planten, die eigentlich für sie selbst vorgesehen war. Am Tag der Hochzeitsfeier wird Mandy niedergeschlagen und der bewusstlosen Braut das Gesicht zerschnitten. Wollte sich die Angeklagte bei ihrer Schwester für die jahrelangen Demütigungen rächen? Sie heißen Lucy Baumann, sind geboren am 14. April 1983 in München. Da wohnen sie auch. Sie sind ledig und Verwaltungsangestellte. Ja. Am 7. Mai 2011 feierte Mandy Kräs, die Schwester der Angeklagten, in München ihre Hochzeit. Als die Braut gegen 21.50 Uhr kurz ihre Schuhe auszog, griff sich die Angeklagte unbemerkt den rechten Schuh und löste ca. 2/3 des Absatzes von der Sohle. Während Mandy Kräs kurz darauf arglos im Brautwalzer tanzte, löste sich der Absatz ganz und sie stürzte. Wie von der Angeklagten in Kauf genommen, zog sie sich dabei eine Verstauchung des linken Knöchels zu. Wenige Minuten später brachte die Angeklagte ihrer Schwester ein Stück Hochzeitstorte, in das sie zuvor gemahlene Haselnüsse gedrückt hatte. Wie beabsichtigt erlitt ihre darauf allergisch reagierende Schwester nach dem Verzehr einen roten und juckenden Hautausschlag im Gesicht. Als Mandy Kräs gegen 22.30 Uhr den Toilettenraum aufsuchte, packte sie die Angeklagte plötzlich von hinten am Kopf und knallte dies mit voller Wucht gegen den Spiegel. Mandy Kräs erlitt ein Schädel-Hirntrauma ersten Grades und glitt benommen zu Boden. Bevor sie schließlich flüchtete, fügte ihr die Angeklagte mit einer Scherbe noch 2 mm Tiefe und zwischen 2 und 3 cm lange Schnittwunden auf den Wangen zu. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in 3 Fällen beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Frau Baumann, soweit die Anklagevorwürfe. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, also das mit den Schuhen und das mit den Haselnüssen, das gebe ich zu, das war ich. Aber das im Klo ganz sicher nicht. Ich meine, es ist ja doch immerhin noch meine Schwester. Die Ihnen den Verlobten ausgespannt hat. Es ist doch egal, was sie getan hat. So was Schlimmes würde ich ihr nicht antun. Naja, die Geschichte mit den Scherben ist mit Sicherheit das Gravierendste. Alles muss ich schon sagen. Auch diesen abgebrochenen Absatz und auch die Haselnüsse in der Hochzeitstorte. So als bloßen Scherz oder als Streich kann man das nicht mehr abtun, oder? Ganz ehrlich, die hat das alles wirklich verdient. Die hat nie Rücksicht auf mich genommen und jetzt ist sie halt auch mal auf die Schnauze gefallen. Ja, und so schlimm war das ja auch nicht, was ich gemacht habe. Ich wollte lediglich die Feier vermiesen. Mehr habe ich auch gar nicht vorgehabt. Naja, was heißt so schlimm? Ich meine, es ist bei den beiden Dingen, die ich jetzt eingeräumt habe, zum Glück nicht allzu viel passiert. Aber mit dem abgebrochenen Absatz hätte sie sich auch ein Bänderriss zuziehen können. Und mit den Haselnüssen da in der Torte, das hätte auch zu einem allergischen Schock führen können. Ja, das stimmt schon. Aber es ist ja nichts Dramatisches passiert. Sie hat sich halt lediglich den Knöchel verstaucht. Mein Gott, dann konnte sie halt ihren blöden Brautwalzer nicht mehr tanzen. Ja? Und ich meine, die Nummer mit den Haselnüssen, ich kenne meine Schwester so gut und so lange, dass ich weiß, wie sie auf ein bisschen Haselnüsse reagiert. So, dann reden wir doch mal über die Ursachen. Was hat Ihre Schwester denn getan, dass Sie so schlecht auf sie zu sprechen sind? Ja, Mandy hat sich halt immer schon alles genommen, was sie wollte, ohne Rücksicht auf irgendwie Verluste oder sowas. Ne? Einmal mit den Augen klimpern und schon hat sie bekommen, was sie wollte. Die war halt immer das Nesthäkchen. Und das hat die volle Kanne ausgenutzt. Mal mit 14 bis Mitternacht auf einer Party bleiben, ja überhaupt gar kein Problem. Oder meine Eltern ums Auto fragen, kann ich es mal ausleihen? Na klar, Schatz, hier sind die Schlüssel. Und bei Ihnen war das anders? Ja, bei mir war das schon sehr anders. Also, die hat alles machen dürfen, was ich nie habe machen dürfen. Ich habe mich viel zu lang von der unterbuttern lassen und in jeglicher Hinsicht. Ich habe mich einfach nie gewehrt. Aber die Sache mit Tom, Die war einfach wirklich too much. Damit hat sie eine Grenze überschritten. Also Tom ist Thomas Kräs, der Mann ihrer Schwester. Ja, und der soll jetzt eigentlich auch mein Mann sein. Ja? Ich war so glücklich mit ihm. Zum ersten Mal hat alles gestimmt. Ja? Wir haben Hochzeitspläne gemacht. Endlich mal ein Typ, der sich für mich interessiert und nicht für meine blöde Schwester. Das Leben ist manchmal hart, kann ich ja nur sagen. Ne? Es passieren Dinge, die nicht schön sind, aber sowas passiert eben. Ne? Ja. Sowas passiert eben und das ist doch niemals ein Grund dafür, auf jemand anderen loszugehen und ihm dann auch noch das Gesicht brutal zu zerschneiden. Ja, aber ich war's doch gar nicht. Ich meine, die liebt den Tom ja nicht mal. Die hat sich den wirklich nur geangelt, weil sie es nicht ertragen konnte, dass ich mal glücklich war, ausnahmsweise, während sie gerade solo war. Man braucht ihm nur zuzuhören, dann weiß man, sie fühlt sich von ihrer Schwester einfach verraten und gedemütigt. Ja, und ich wollte, dass ihre Hochzeit ein richtiger Albtraum wird. Das gebe ich auch zu. Ich habe mir ein paar
kleine fiese Sachen ausgedacht, mehr aber auch nicht. Ja gut, und das hat eben nicht gereicht. Ja? Ihre Wut war eben nicht gestillt nach der Sache mit den Absätzen oder mit dem Absatz und nach der Sache mit der Torte. Das hat eben nicht gereicht. Sie sind rausgeworfen, aber sie sind wiedergekommen, um dann ihrer Schwester auf der Toilette aufzulauern. Nein, als ich um 10 vor die Tür gesetzt wurde, da bin ich auch sofort nach Hause und da bin ich dann auch geblieben. Kann das jemand bestätigen? Ja, wer denn? Dank meiner Schwester wohne ich ja wieder allein. Ja, man muss ja sehen, es stimmt. Meine Mandantin wäre sehr wütend an dem Abend, ja? Aufgrund der ganzen Vorfälle in der Vergangenheit. Und das war sicherlich nicht in Ordnung, was sie da gemacht hat, aber dafür wird sie auch die Verantwortung übernehmen. Aber man muss auch mal sehen, meine Mandantin war nicht die Einzige, die nicht gut auf Mandy Kress zu sprechen war. Da gab es auch noch viele andere Gäste, die ebenso ein Motiv hatten. Ja, weil sie hat ja ein Händchen dafür, in Fettnäpfchen reinzutreten. Das eben. War schon. Und auch die Hochzeitsfeier, ihre eigene Hochzeitsfeier, wohl bemerkt, war da keine Ausnahme. Nach ihren Sabotageaktionen hat die Braut nämlich angefangen, sich zu betrinken und ihren Frust an den Gästen auszulassen. Das ist typisch, typisch Mandy. Die kann den Mund nicht halten und muss immer die Wahrheit sagen. Und zwar so, dass sie richtig unter die Gürtellinie geht. Ja, und auch an dem Abend hat sie sich mit einigen Gästen verscherzt. Und der eine oder die eine wird sich dafür für diese Kränkung auf der Toilette einfach revanchiert haben. Sie übersehen, dass Ihre Mandantin als Einzige zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gesehen wurde. Das kann gar nicht sein, weil ich da schon längst zu Hause war. Sie waren keineswegs zu Hause, Sie waren voller Hass. Deswegen waren Sie wieder auf der Hochzeit oder immer noch. Ach ja, und sie hat es auch alles verdient. Aber das Gesicht hätte ich ihr doch nie zerschnitten. Warum soll ich sowas tun? Aber ich will jetzt auch echt gar nichts mehr dazu sagen. Warten Sie einfach mal, bis Sie Mandy kennenlernen, dann sehen Sie schon. Ja. Das soll heißen, sie will sich nicht weiter äußern, oder wie? Gut, dann setze ich zu Ihrer Verteidigerin, dann hören wir mal Ihre Schwester an. Mandy Kress, bitte, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Den Arm runter, das Haus mir schüttet die Haare. Frau Kress, guten Tag. Guten Tag. Habt ihr Platz? Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Mandy Kress, 24 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind verheiratet, Bürokauffrau und die Schwester der Angeklagten. Und als Schwester müssen Sie nicht aussagen, Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das kann sich Lucy sonst noch wohin stecken. Also die macht mir nicht meine Hochzeit kaputt, fügt mir Narben im Gesicht zu und kommt dann auch noch ungestraft davon. Kommen wir doch gleich mal zum Tag Ihrer Hochzeitsfeier. Ja, das hätte der absolute Traumtag werden sollen. Stattdessen war es ein komplettes Desaster. Lucy war einfach nur neidisch auf mich. Einfach neidisch? Du hast mir den Verlobten ausgespannt und das mit voller Absicht. Der wäre doch eh nicht mehr lange bei dir geblieben. Und ob er das wäre? Das wäre er sicherlich nicht. Tom sieht gut aus, hat einen guten Job mit einem Dienstwagen, verdient tut er auch nicht schlecht. Und er kann sich die Frauen aussuchen. Verstehe nicht, was er von so einer Schlaftablette wie dir überhaupt wollte. Du also, so überhaupt dass nicht seine da mal gleich uns klar sind, das ist so eine Ausdruckweise, die will ich vor Gericht hier überhaupt nicht hören, klar? Ja, vielleicht war das jetzt echt ein bisschen zu hart, aber ich sage halt immer, was ich denke. Vielleicht achten Sie einfach darauf, wie Sie es sagen. Der Ton macht die Musik, das ist der Punkt, ja? Der ist angekommen. Auf alle Fälle hat bei Tom und mir der Blitz eingeschlagen und dagegen kann man sich eben nicht wehren. Könnte man aber erwarten. Immerhin war Herr Kress der Freund Ihrer Schwester. Ich hätte ja auch nie den Freund ausgespannt. Ich meine, sowas macht man einfach nicht. Freunde und Familie sind doch tabu, Mensch. Als ob du jemals einen von meinen Freunden rumgekriegt hättest. Das war gar nicht gewollt. Sie sind wirklich sehr direkt, Frau Kress. Aber mit dieser Art haben Sie sich auf Ihrer eigenen Hochzeitsfeier auch keine Freunde gemacht. So what? Das ist deren Problem und nicht meins. Auf Leute, die keinen Spaß verstehen und Kritik persönlich nehmen, auf die kann ich echt verzichten. Also nochmal Stichwort Hochzeitsfeier. Was ist denn da alles vorgefallen? Ja, wie viel Zeit haben Sie denn? Also ist ja gleich am Anfang alles schief gelaufen, gleich im Standesamt. Ich wollte erst Intro von Xavier Naidoo dieser Weg haben. Und was kommt, als wir reinlaufen? Du bist eine Bitch, du bleibst eine Bitch. Das war echt der krasse Text. Voll peinlich. Da hat ja sofort jemand auf Stopp gedrückt, aber die ganze Romantik war voll im Arsch. Ja, aber der Text hat einfach, sorry, der hat wirklich gut gepasst. Sag mal, findest du nicht, dass es langsam reicht? Auf alle Fälle, dann sind wir nach vorne gegangen, ich habe mich hingesetzt und ratsch, mein ganzes Kleid hinten gerissen. Man konnte mich, alle konnten mich nackt bis auf die Spitzenunterwäsche sehen. Es war voll peinlich. Wussten Sie da schon, dass Ihre Schwester hinter all dem steckt? Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wie sie an mein Kleid gekommen ist, um mir die Naht aufzutrennen. Auf alle Fälle ging dann eine Weile alles gut. Bis naja, mit offenem Kleid, oder wie? Ja, das haben wir dann genäht im Hinterzimmer. Okay. Aber dann habe ich gedacht, das ist vorbei. Nein, ist es nicht. Dann kommt sie auch noch vor dem Brautwalzer zu mir an und wünscht mir auch noch scheinheilig Hals und Bein durch. Auf alle Fälle haben wir dann getanzt. Es war alles super romantisch. Die Leute haben Blumen auf die Tanzfläche geworfen und plötzlich
bricht mein Absatz ab. Ich lag auf dem Parkett, mein Knöchel angeschwollen, tut höllisch weh. Da war natürlich nichts mehr mit Tanzen. Ja, ich muss schon sagen, du bist wirklich sehr elegant gefallen. Hören Sie das? Ja, das hat sie zugegeben inzwischen. Ach, das hat mit dem sie Absatz. Das? Mhm. Ja, auf alle Fälle, die Sache mit dem Schuh, das war ja noch nicht alles. Nach dem Sturz hat sie mir dann auch ein Stückchen Hochzeitstorte gebracht, hat gemeint, es würde mir gleich wieder besser gehen. Ich habe den Kuchen gegessen, ein Stück genommen und dann plötzlich fängt mein Gesicht an zu jucken und brennt wie Feuer. Ich schaue in den Spiegel und da kommt dieser Ausschlag, den ich von Nüssen immer kriege. Und da war mir klar, dass für alles, was an dem Tag schiefgelaufen ist, Lucy verantwortlich sein muss. Aber in dem Moment ging ja dann auch schon die Fotopräsentation los. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, Tom und ich haben ein paar Bilder aus unserem Leben rausgekramt und wollten eben quasi unser Leben in Bildern darstellen auf einer Leinwand. Und plötzlich kommen Partyschnappschüsse von mir, wo ich unter anderem auch mein T-Shirt hochgehoben hatte und oben ohne zu sehen war. Und wer war das wohl? Wer hat die Bilder wohl ausgetauscht? Ja, und woher stammte das Foto? Ja, das Foto stammt aus meiner Fotokiste, die bewahre ich ganz unten auf und die ist sicherlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Irgendwann war es genug, oder? Ja, ich habe Lucy dann rauswerfen lassen von ein paar Freunden von mir. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Vorfall mit den Scherben, der auf der Toilette war. Wann sind Sie da genau hingegangen, können Sie es sagen? Ja, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem Lucy rausgeworfen ist, bin ich dann auf die Toilette, um mich nachzuschminken. Mhm. Und dann stehe ich vorm Waschbecken und kam in meine Tasche rum nach der Schminke. Mhm. Und plötzlich kommt jemand, packt mich von hinten und donnert mich mit voller Kanne gegen den Spiegel. Also ich bin dann erst auf dem Boden wieder zu mir gekommen, weil ich ohnmächtig geworden bin. Und mein Gesicht, Sie sehen es ja, es brannte wie Feuer. Haben Sie den Täter oder die Täterin erkannt? Nee, ich war zu betrunken, vom Schlag ziemlich benommen. Und also ich habe gehört, dass jemand weggelaufen ist. Mhm. Aber ich konnte mich kaum rühren auf dem Boden und mir lief auch Blut über die Stirn runter. Deswegen konnte ich nicht wirklich jemanden erkennen. Mhm. Ich hätte echt niemals gedacht, dass meine Schwester mir sowas antun könnte. Das war ich auch nicht. Ich wollte die Feier vermiesen, klar. Und aber ich habe wirklich nicht mehr gemacht. Natürlich warst du das. Nein. Du wolltest mir doch richtig den Rest geben. Nein, wirklich nicht. Und das Brautkleid übrigens, das will ich auch noch ersetzt haben. Und den ganzen Blutflecken drauf kann man es ja nur noch als Kostüm in einem Horrorfilm benutzen. Du weißt ja, ich wollte mir ein Cocktailkleid draus nähen lassen. Gut, ich meine, das ist... Ich hab's übrigens hier, das Brautkleid. Schauen Sie das mal an. Naja, das ist jetzt Schauen hier Sie eigentlich mal. Das hat 2000 Euro gekostet und jetzt ist das einfach nur Schrott. Ja, gut, das, was meine Mandantin in ihrer Das werden wir heute sicherlich hier nicht klären, ob Sie da Schadensersatzansprüche haben, oder? Ja, Frau Kress, und was meine Mandantin auf der Hochzeitsfeier gemacht hat, war sicherlich nicht in Ordnung, auch wenn sie dafür nachvollziehbare Gründe hatte, wie wir alle vorhin gehört haben. Ja? Aber das auf der Toilette, das war nicht meine Mandantin. Das muss einer ihrer anderen Gäste gewesen sein, die sie zuvor angepöbelt haben. Mein Gott, ab einem gewissen Alkohollevel werde ich halt ziemlich direkt. Aber es haben wohl ein paar humorlose Tussen in den falschen Hals gekriegt. Ach ja, wenn ich da mal ein Beispiel zitieren darf. Eine befreundete Kosmetikerin, Beate Gruber, die haben sie vor 10 Leuten bloßgestellt. Sieht doch jeder, dass sie sich das Gesicht und die Titten hat machen lassen. Ja, vielleicht wollte Frau Gruber aber nicht, dass Gott und die Welt weiß, dass das durch eine OP entstanden ist, sondern jeder sollte vielleicht denken, dass das durch die von ihr verwendeten Cremes so glatt geworden ist. Also heutzutage lässt doch wirklich jeder an sich herumschnippeln. Dazu kann man ruhig stehen. Außerdem, sie hat jetzt eine Woche lang mit mir nicht gesprochen, aber es ist wieder alles okay zwischen uns. Das war auch nur eins von vielen Beispielen. Sie haben sich unabhängig von ihrer Hochzeit schon zuvor mit ihrer ehrlichen Art viele Feinde gemacht. Wenn Sie keinen Spaß verstehen, was soll ich denn tun? Noch weitere Fragen an die Geschädigte. Dankeschön, dann dürfen Sie hinten Platz nehmen. Sprechen wir mal mit Ihrem Ehemann Thomas Kress. Bitte, die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Kress, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Dankeschön. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Sie sind Thomas Kress, 29 Jahre alt. Sie wohnen in München, verheiratet, Anlageberater. Und Sie sind der Schwager der Angeklagten. Als Schwager haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber ich möchte auch sagen. Gut. Und Sie wissen auch, was Ihrer Schwägerin vorgeworfen wird, klar. Ja. Und ganz ehrlich, ich kann auch verstehen, warum sie es gemacht hat. Nur damit, dass du Mandy das Gesicht zerschnitten hast, bist du eigentlich viel zu weit gegangen. Thomas, ich war es nicht. Du bist zu weit gegangen. Ich hätte noch verstehen können, warum du uns unsere Hochzeitsfeier kaputt gemacht hast. Ja, du musst es doch mal so sehen. Wir waren schließlich fast ein Jahr lang zusammen. Und dann habe ich sie verlassen. Für dich. Und natürlich war sie enttäuscht. Und das musste halt irgendwo mal raus. Sag mal, geht's noch? Warum nimmst du sie denn jetzt in Schutz? Ist sie jetzt deine Frau oder was?
Also untersteh dich und nimm sie nicht in Schutz? Ja, es geht ja aber immer nicht um dich, ja? Sondern es geht darum, dass sie auch mal verlobt waren. Außerdem möchte der Herr Richter hören, was ich zu der Sache zu sagen habe und nicht, was du meinst, dass ich darüber sagen sollte. Da haben Sie natürlich völlig recht. Also die Angeklagte hat inzwischen auch zugegeben, dass sie da diesen Absatz manipuliert hat. Sie hat auch zugegeben, dass sie Haselnüsse in die Hochzeitstorte hat. Aber den Anschlag auf der Toilette, den bestreitet sie. Ja, aber wer soll es sonst gewesen sein? Sie war das doch, sie gibt es doch bloß nicht zu. So ein Quatsch. Bevor die Angeklagte da abends rausgeworfen wurde, da sollen Sie noch kurz mit ihr gesprochen haben. Ja, ich bin an der Tür gestanden, als Marc und Jörg sie nach draußen begleitet haben. Und ich bin ihr ein paar Schritte nach, um mit ihr zu reden. Weil ich bin ja auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Mhm. Welchen Eindruck hat sie denn da auf Sie gemacht? Ja, sie war traurig und wollte eigentlich nur noch weg. Sie hat sich dann sogar bei mir entschuldigt, dass sie unsere Feier kaputt gemacht hat und meinte auch, sie will mich ja gar nicht verletzen, aber sie möchte einfach nicht, dass Mandy immer mit allem durchkommt, was sie macht. Ja, ich wollte die Mandy wirklich demütigen. Das habe ich ja auch geschafft. Aber mehr habe ich echt nicht. Ich habe nicht mehr getan. Ja, tut mir auch ein bisschen leid. Ich glaub's jetzt nicht. Ja, Lucy hat mir erzählt, wie sehr sie immer darunter leiden musste. Dass sie immer zurückstecken musste und du hast immer bekommen, was du wolltest, ja? Und schließlich habe ich sie ja auch noch für dich verlassen. Eins ist ja klar, dieser Verrat an der Schwester war ja dann der Grund, warum die Angeklagte bei der Hochzeit derart ausgetickt ist. Mich würde dann doch schon mal interessieren, wie es eigentlich kam, dass sie sich dann im Laufe der Zeit gegen die Angeklagte und für deren Schwester entschieden hatten. Mandy hat mich mal angerufen und hat gemeint, ja, es geht um ein Geschenk für Lucy, deswegen habe ich ihr auch nichts erzählt, bin zu ihr gefahren und sie hat mir eben die Tür geöffnet, hatte nur einen Bademantel an. Ja, sie kam halt gerade aus der Dusche. Alles klar. Da kann man dann natürlich nicht anders. Du hattest ja gar keine andere Wahl, als sofort mit ihr zu schlafen, ne? Ja, ich will mich jetzt hier gar nicht groß rausreden. Aber ich hatte damals Stress in der Arbeit. Sie hat mir den Nacken massiert, hat mir Komplimente gemacht, hat mit mir geredet. Und irgendwie habe ich mich verstanden gefühlt. Und ja, dann ist es einfach passiert. Ja, aber du hast ja jetzt bestimmt, was du wolltest. Und kannst jetzt täglich mit super sexy Mandy duschen. Oder sonst was für tolle Sachen mit dir anstellen. Ja, ich weiß, das Leben spielt sich nicht nur im Bett ab, aber... Was soll das jetzt wieder heißen? Bin ich dir jetzt auf einmal nicht gut genug im Bett, oder wie? Oder hast du was mit meiner Schwester? Nein. Weißt du was, Mandy? Große Brüste reichen halt nicht aus. Damit hast du vielleicht vorerst mal geschafft, den Tom um den Finger zu wickeln. Ja, okay. Aber da brauchst du ein bisschen mehr. Sieht doch jeder, dass der dich nicht mehr liebt. Der hat mittlerweile auch gecheckt, dass du doof bist. Also Entschuldigung jetzt bitte, Frau Baumann. Ich verstehe Ihre Wut im Grunde, aber das geht echt zu weit. Außerdem stimmt das gar nicht. Tom und ich reden über alles Mögliche. Ach ja, worüber denn? Welches Make-up deine Augen am besten betont? Thomas hat mir selbst letztens erzählt, dass du von überhaupt gar nichts eine Ahnung hast. Oder wie war das mit Big Ben? Oh, Lucy, das gehört jetzt wirklich nicht hierher. Verstehe ich jetzt nicht. Wissen Sie, Tom hat Mandy neulich erzählt, dass er schon immer mal nach London wollte, weil er so Sachen wie den Tower oder den Big Ben eben sehen wollte. Und der Clou an der Sache ist, die Mandy hat dann gemeint, na ja, sowas könne er sich ja auch hier im Internet runterladen, solche Filme. Ich verstehe aber nicht ganz, was das zur Sache tun soll hier. Und ich nicht, was daran so lustig sein soll. Also wenn Tom auf so einen Kram steht, dann können wir gerne, also ich bin ja nicht Brüde. Mandy, der Big Ben ist eine Sehenswürdigkeit und kein Porno oder sowas. Aber es gibt bestimmt auch einen Film, der so heißt. Ja, alles klar. Wirklich toll. Aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, was Sie damit beweisen wollen. Naja, ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass Mandy wollte den Tom so schnell wie möglich heiraten, obwohl er sie noch nicht mal richtig kannte. Ja, und warum? Schauen Sie ihn an, er sieht gut aus, er hat Geld. So war Mandy ja immer schon. Und genau deswegen, meine Freundin, gibt es so viele, die dich nicht leiden können. Herr Kress, wie schätzen Sie das denn ein? Kommt es öfters mal vor, dass Ihre Frau etwas unsensibel oder ungehalten anderen gegenüber ist? Ja, manchmal benimmt sie sich schon ein bisschen daneben. Auch bei der Hochzeitsfeier? Ja, ja, da auch. Zum Beispiel mit Sandra, das ist die Freundin von ihrem Chef, mit der sie auch ziemlich aneinander geraten. Was war da? Was ist da vorgefallen? Ey, ja, Sandra wusste von mir und Lucy und hat aus diesem Grund behauptet, dass Mandy eben nicht ganz unschuldig ist, dass das jetzt alles in die Hose gegangen ist. Und deswegen haben die beiden sich gezofft und Mandy hat auch behauptet, Sandra hätte sich in ihrer Firma doch nur hochgeschlafen und sowas. Stimmt doch auch. Ich meine, 3 Wochen bevor die Beziehung durchgesickert ist, hat er sie zu seiner Assistentin gemacht. Also Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den beiden jetzt?
Also mit Sandra ist seitdem Zickenkrieg. Mein Chef wollte mich anscheinend sogar feuern, aber da kann einem nicht lange böse sein. Vorausgenommen, man weiß, wie man nehmen muss. Ja, Herr Gruber, es tut mir wirklich leid, wirklich. Sowas kommt auch nie wieder vor. Ich habe dem alten Knacker dann einfach erzählt, dass ich neidisch auf Sandra wäre, weil ich auch gerne seine Assistentin geworden wäre. Seid ruhig. Kannst du die Leute nicht einmal ernst nehmen? Hast du auch schon kapiert, dass meine Schwester nicht das Gelbe vom Ei ist? Ja? Und das nach 2 Monaten Ehe? Wow, das ging aber ganz schön fix. Weiterfragen. Keine. Okay, dann nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Vanessa Riedl, bitte. Auch die Frau Kress bleibt weiter unvereidigt. Wag es nicht noch einmal, mir in den Rücken zu fallen.